Willkommen zurück zur Online-Vorlesung Personengesellschaftsrecht. Nachdem wir in der letzten Einheit einen Überblick über die verschiedenen Rechtsformen gewonnen haben und insbesondere auch die dogmatischen Unterschiede herausarbeiten konnten, soll es in dieser vierten Einheit um die praktische Bedeutung dieser Rechtsformen gehen. Die dogmatische Grundform der Personengesellschaften bildet im deutschen Recht die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die GbR, geregelt in den Paragraphen 705 folgende BGB. Und aus dem Paragraph 705 BGB haben wir in der letzten Einheit schon entnehmen können, der Anknüpfungspunkt für das Vorliegen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist die Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks. Dieser gemeinsame Zweck ist, auch davon war bereits die Rede, sehr weit zu verstehen. Es gibt lediglich einige kleinere Einschränkungen. Der gemeinsame Zweck darf nicht der Betrieb eines Handelsgewerbes sein. Dann liegt nämlich nach 105 Absatz 1 HGB eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG, vor. Es darf sich auch nicht um einen gesetzes- oder sittenwidrigen Zweck handeln. Dann greifen die allgemeinen Vorschriften der Paragraphen 134 und 138 BGB. Wer durch eine Gesellschaft einen gesetzes- oder sittenwidrigen Zweck verfolgt, kann das nicht rechtswirksam tun. Der Gesellschaftsvertrag ist in diesen Fällen nichtig. Wir haben gesehen, das Verhältnis zwischen GbR und OHG ist geprägt durch eine Exklusivität, eine Ausschließlichkeit. Sobald ein Handelsgewerbe vorliegt, kann man nicht mehr GbR sein. Umgekehrt gibt es einige Grenzfälle geregelt in den 105 Absatz 2. Zum einen der Kleingewerbebetrieb. Der ist grundsätzlich GbR, wenn er von mehreren gemeinsam betrieben wird, es sei denn, die Gesellschafter optieren für eine Eintragung in das Handelsregister, dann sind sie OHG. Zweite Ausnahme sind die vermögensverwaltenden Gesellschaften, die ebenfalls OHG kraft Eintragung werden können. Aufgrund des sehr weit gefassten Tatbestandsmerkmals gemeinsamer Zweck kann es ganz unterschiedliche Erscheinungsformen der GbR geben. Es gibt die GbR als Dauergesellschaften, es gibt sie aber auch als Gelegenheitsgesellschaften. Es kann also sein, dass eine GbR über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte am Rechtsverkehr teilnimmt, während andere Gesellschaften bürgerlichen Rechts sich in einmaligen Ereignissen erschöpfen. Welche Zwecke verfolgt werden, kann auch hinsichtlich der Motivation ganz unterschiedlich sein. Wir kennen private Zwecksetzungen, ideelle Zwecksetzungen, aber eben auch unternehmerische Zwecksetzungen, insbesondere bei den freien und künstlerischen Berufen, aber auch bei den Kleingewerbebetrieben, soweit sie nicht nach 105 Absatz 2 HGB zur OHG durch Eintragung geworden sind. Wir kennen Innengesellschaften und wir kennen Außengesellschaften. Innengesellschaften sind solche, die nicht im Rechtsverkehr in Erscheinung treten, die ein reines Schuldverhältnis sind, die auch keine, wie auch immer, geartete körperschaftliche Verfassung haben, kein Gesellschaftsvermögen bilden, kurzum nicht als Rechtssubjekt am Rechtsverkehr teilnehmen sollen, folglich auch nicht Rechtssubjekt sind. Bei den Außengesellschaften ist das anders. Da haben wir zur Erinnerung noch mal die BGH-Entscheidung Arge Weißes Ross bereits kennengelernt. Die Außen-GbR ist rechtsfähig. Ob eine Innen- oder eine Außengesellschaft vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Das entscheiden letztlich die Gesellschafter. Und schließlich gibt es Gesellschaften mit kleinem Gesellschafterkreis. Das dürfte die Regel sein. Es gibt aber auch Gesellschaften mit großem Gesellschafterkreis, insbesondere wenn es zu Anlagezwecken erfolgt, die Beteiligung in der Gesellschaft, wenngleich diese Möglichkeiten mittlerweile auch etwas eingeschränkt sind. Folgende Erscheinungsformen, Spielarten der Gesellschaften bürgerlichen Rechts sind besonders praxisrelevant. Erinnert sei hier zunächst nochmals an die Zusammenschlüsse von Freiberuflern. Denken Sie an Rechtsanwaltssozietäten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, kurzum alles das, was wir in § 1 Absatz 2 Satz 2 Part GG aufgezählt finden. Die Partnerschaft ist nur eine Option, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellen wollte. Es besteht zwischen Partnerschaft und GbR nicht dasselbe Exklusivitätsverhältnis wie zwischen GbR und OHG. Kurzum, man kann sich, wenn man gemeinsam mit anderen einen freien Beruf betreiben will, überlegen, will man GbR sein oder Partnerschaft. Bauherrengemeinschaften spielen in der Praxis ebenfalls eine große Rolle.
Stellen Sie sich vor, es wird ein Mehrpersonenhaus, ein Reihenhaus oder ein Doppelhaus wird gebaut und die verschiedenen Eigentümer der verschiedenen Haus- und Grundstücksteile schließen die entsprechenden Verträge mit den Bauunternehmern nicht individuell ab. Wenn Sie ein Doppelhaus haben mit zwei Hälften, dann werden nicht jeweils zwei Verträge mit den Maurern und den Dachdeckern geschlossen, sondern es wird einer gemacht. Insoweit treten die Bauherren hier als Bauherrengemeinschaft auf. Diese Bauherrengemeinschaften werden uns nochmal begegnen, wenn wir über die Frage der Haftungsbeschränkung bei der GbR näher nachdenken. Ebenfalls bereits kennengelernt haben wir die ARGE. Arbeitsgemeinschaft. Es handelt sich hier um Zusammenschlüsse von typischerweise Bauunternehmern zur gemeinsamen Bewerkstelligung von Bauvorhaben, typischerweise auch größeren Bauvorhaben. Emissions- und Kreditkonsortien spielen in der Praxis, insbesondere am Kapitalmarkt, eine große Rolle. Denken Sie an Börsengänge, die durch Kreditinstitute begleitet werden. Das ist häufig nicht nur ein Kreditinstitut, was da mitmacht, es sind mehrere. Federführend ist dann eines, aber die anderen bilden gemeinsam dann mit dem federführenden Kreditinstitut ein Konsortium, sei es nun bei der Emission von Wertpapieren oder bei der Vergabe von größeren Krediten. Im Gesellschaftsrecht, innerhalb des Gesellschaftsrechts, kennen wir auch Stimmrechtskonsortien, Stimmpoolvereinbarungen, in denen die Gesellschafter besondere Abreden hinsichtlich der Ausübung ihrer Stimmrechte treffen. Auf diese Weise kann durchaus einmal eine GbR innerhalb einer anderen Gesellschaft, genauer gesagt innerhalb eines bestimmten Gesellschafterkreises entstehen. Aus dem privaten Bereich relevanter sind Fahrgemeinschaften, Tippgemeinschaften, die bringen dann auch die bisweilen sehr anschaulichen Examensfälle hervor. Erinnert sei daran etwa, dass jemand Geld einsammelt für den üblichen gemeinsamen Lottotipp, dann aber vergisst, den Lottoschein abzugeben. Hier stellen sich die Fragen, wie sieht es aus mit Rechtsbindungswille, wie sieht es aus mit Haftungseinschränkungen, wie diese Fahrgemeinschaften, Tippspielgemeinschaften ausgestaltet sind, ist immer sehr einzelfallabhängig. Häufig treten die nicht nach außen in Erscheinung. Häufig handelt es sich hier nur um reine Innengesellschaften. Bis 2013 auch von besonderer Relevanz waren sogenannte Immobilienfonds, in denen die Gesellschaft Grundstücke erworben hat und diese Immobilienfonds sollten dann Anleger gewinnen, die GbR-Gesellschafter wurden. Eine andere Variante ist, das Ganze dann als Kommanditist einer KG zu unternehmen. Bis 2013, wie gesagt, war dieser Investmentgedanke auch bei der GbR sehr stark ausgeprägt. Es waren typische Publikumsgesellschaften mit großem Personenkreis, mit großem Gesellschafterkreis. Seit 2013 gibt es aber das Kapitalanlagegesetzbuch, das für bestimmte Investmentformen einen Rechtsformzwang vorschreibt, namentlich hier die Investment AG oder die Investment KG als Rechtsform der Wahl zur Verfügung stellt. Die Rechtsform der GbR ist daher jedenfalls im Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuchs seither ausgeschlossen. In älteren Entscheidungen spielt es aber noch eine größere Rolle. Werfen wir einen Blick auf die Bedeutung der Personenhandelsgesellschaften. Die historischen Wurzeln von OHG und KAG reichen zurück bis ins Mittelalter. Wichtige Gesetze sind angefangen vom ADHGB von 1861 über das HGB 1900, auch die Reformen, die stattgefunden haben und hier insbesondere das Handelsrechtsreformgesetz aus dem Jahr 1998. Das hat zu grundlegenden Änderungen zum einen geführt bei den verschiedenen Typen von Kaufleuten, die wir kennen. Erst seitdem gibt es diese Unterscheidung zwischen Ist-Kaufmann und Kann-Kaufmann. Früher gab es auch noch Soll-Kaufleute, das gibt es seit 1998 nicht mehr. Und auch das Recht der Personenhandelsgesellschaften hat 1998 doch an der ein oder anderen Stelle praktisch relevante Änderungen erfahren. Die Grundstruktur von OHG und KG ist gleichwohl seit 1900 unverändert. Zur praktischen Bedeutung,
Die Personenhandelsgesellschaften sind vor allem die Rechtsform von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Insbesondere bei kleineren Familienunternehmen spielt das eine Rolle. Bei der OHG ist der Einsatz und damit auch die praktische Bedeutung seit längerer Zeit rückläufig. Die Kapitalgesellschaften gewinnen immer noch und zunehmend an Bedeutung. Grund dafür ist, dass es bei der OHG hohe Haftungsrisiken gibt, 128 HGB, alle Gesellschafter haften für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Und bei größeren Unternehmen kann sich hier das Problem der Kapitalbeschaffung auch stellen, was in der Rechtsform der OHG durchaus schwieriger sich gestaltet. Die KG, die Kommanditgesellschaft hingegen, ist als Mischform und als Publikumsgesellschaft sehr beliebt. Als Mischform begegnet sie uns insbesondere als GmbH und CoKG. Eine GmbH und CoKG sind de facto zwei Gesellschaften. Wir haben die Grundform der KG mit der Besonderheit, dass als komplementär eine GmbH fungiert, sodass wir auch die Haftung einer natürlichen Person mit dem Privatvermögen ausgeschlossen haben. Es haftet dann nur die Komplementärgesellschaft, die Komplementär GmbH, die dann wiederum nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Wir haben auch schon kennengelernt, dass durch so eine GmbH und CoKG auch Elemente der Fremdorganschaft in das Personengesellschaftsrecht hineinkommen können. Es muss übrigens keine GmbH sein. Wir kennen auch andere Formen. Die Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, kann ebenso komplementär sein wie eine Aktiengesellschaft oder eine Rechtsform ausländischen Rechts. Lange diskutiert wurde das für die englische Limited. Hier sind die Probleme seit dem Brexit aber etwas größer geworden. Als Publikumsgesellschaft hier geht es auch und gerade um Kapitalanlage, Investment-KGs, Immobilienfonds, die in der Rechtsform der KG organisiert sind, spielen hier eine durchaus große Rolle in der Praxis. Schauen wir uns noch ein paar Zahlen an. Zur GbR finden sich schlicht gar keine Zahlen. Die sind so vielgestaltig einerseits und zum anderen fehlt es an einer hinreichenden Erfassung durch die Register. Es gibt nämlich keine Registerpflicht für die GbR. Es gibt nicht mal die Möglichkeit, die GbR in ein besonderes Unternehmens-, Gesellschafts- oder Handelsregister eintragen zu lassen. Allerdings lässt sich ein Rückschluss auf die Bedeutung der verschiedenen Rechtsformen, insbesondere von OHG und KG, durch einen Blick auf die Umsatzsteuerstatistiken gewinnen. Hier eine Statistik: der Anteil der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen nach Rechtsform aus dem Jahr 2013, also etwas älter, es wird nicht jedes Jahr erhoben. Hier wird ganz schnell deutlich, dass der Großteil der umsatzsteuerpflichtigen Vorgänge und der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Rechtsform der natürlichen Person bzw. der Einzelunternehmen als Einzelkaufleute getätigt wird. 72,1% macht das aus. Bei der OHG sind es immerhin noch 8,7%, bei der KG 3,2%. Das heißt, etwas unter 12% ist der Anteil von OHG und KG an den umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Das Ganze ändert sich etwas, wenn man auf den Umsatzanteil der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen blickt, wiederum 2013 nach Rechtsform. Es geht jetzt also nicht um die Anzahl der Unternehmen, sondern um den Umsatz, den sie erwirtschaften, und zwar an den Gesamtumsatz, der gemeldet wurde. Das ist nicht alles erfasst in dieser Umsatzsteuerstatistik. Es gibt die Kleinunternehmer, die im Kleinunternehmerprivileg bis 17.500 Euro Umsatz pro Jahr nur erzielen. Die sind nicht umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, diese sind in den Statistiken nicht erfasst. Gleichwohl, wir haben ein ganz eingängiges Bild, was sich hier zeichnet in diesem Umsatzanteil der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Der Großteil von 38% wird da geliefert von den GmbHs, 22% dann aber schon von den Kommanditgesellschaften. Die OHG trägt weitere 3,4% zu. Wir sind also hier bei einem Anteil von knapp über 25% an den umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen. Und das ist doch eine ganz bemerkenswerte Zahl an dieser Stelle. Das heißt, die Personengesellschaften, insbesondere die Personenhandelsgesellschaften und hier natürlich die KG, spielt in der Praxis eine sehr große Rolle. Aktiengesellschaften kommen hingegen lediglich auf einen Anteil von knapp über 17%. Die praktische Bedeutung
von Personengesellschaften zeigt sich auch bei einem Blick auf die Beschäftigtenstatistiken hier des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2018. Aus dieser Statistik geht hervor, dass von den Unternehmen, die bis zu 9 Beschäftigte haben, immerhin mehr als 10% in der Rechtsform der Personengesellschaften verfasst sind. Dieser prozentuale Anteil steigt mit der Anzahl der Beschäftigten noch an. Von den insgesamt knapp 3,5 Millionen erfassten Unternehmen in dieser Statistik sind fast 400.000 in der Rechtsform der Personengesellschaften verfasst. Personengesellschaften sind also auch ein wichtiger Arbeitgeber in weiten Teilen des Marktes. Diese Zahlen können Sie sich dann vielleicht in Ruhe noch einmal selbst anschauen. Es sind immer nur Ausschnitte, die die praktische Bedeutung untermauern sollen. Wir können an dieser Stelle kurz festhalten, die GbR ist schon wegen ihrer Vielzahl an Erscheinungsformen praktisch sehr relevant. Die OHG mag zunehmend in den Hintergrund treten, die KG hat aber aufgrund ihrer besonderen Eignung für als Publikumsgesellschaft und auch als Vehikel für Mischformen wie etwa die GmbH und Co. KG eine erhebliche praktische Bedeutung. So viel zur praktischen Bedeutung. In den nächsten Einheiten dann mehr zu den Voraussetzungen, Gesellschaftsvertrag, mehr zu den verschiedenen Förderpflichten und zu allen anderen Aspekten des Personengesellschaftsrechts. Zunächst viel Spaß bei der Nacharbeit. Viel ist für diese Einheit da sicherlich nicht zu tun. Es hilft aber immer mal wieder, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass das, was wir an Universitäten lehren, was Sie studieren und lernen, durchaus auch eine erhebliche praktische Bedeutung hat. Bis zum nächsten Mal.